Gladbach gegen Frankfurt, das war wirklich ein verrücktes Spiel und es war ein Spiel, was innerhalb von immer Minutentakt Elfmeter gegeben hat. Dreimal hat es hintereinander Elfmeter gegeben für Borussia Mönchengladbach und nur einmal konnten sie treffen per Elfmeter. 33. Spielminute, das war das erste Mal. Diesmal war es Lars Stindl, er trifft nur den Pfosten. Dann 37. Spielminute, wieder Elfmeter. Lars Stindl, diesmal trifft er 1-0 Gladbach. Radetzky, da hätte er doch durchaus drankommen müssen. Dann 45. Spielminute, wieder so ein Foul hier im Strafraum von Zambrano an Ibrahima Traoré. Er holt sich die gelbe Karte, das war auch wirklich unnötig und es gibt Elfmeter Nummer 3. Dann die Frankfurter Mijat Gakinovic, den einen Elfmeter haben wir nicht gezeigt, weil er nicht als Höhepunkt vermerkt wurde. 64. Spielminute, dann Sommer und dann mit dem Riesenfehler und Haris Seferovic mit der Riesenchance hier aufs 1:1 zurückzukommen für die Eintracht. Es geht um beide, um den zweiten Tabellenplatz und damit direkter Bayern-Verfolger. 88. Spielminute, dann das war Stefan Aigner, die Möglichkeit für Frankfurt, aber schon wieder Pfosten, diesmal war es der Außenpfosten. 90. Spielminute aber dann der eingewechselte Fabian Johnson, 2-0. Jetzt haben die Gladbacher aber wirklich den Deckel drauf gesetzt. Sie gewinnen 2:0, hier auch durch den Joker Fabian Johnson und natürlich den Elfmeter-Torschützen Lars Stindl und sie sichern sich jetzt den zweiten Tabellenplatz. Das war's schon.